Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, wir begrüßen euch mit dem Wochenspruch. Er steht im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 42, Vers 3. Das geknickte Rohr wird nicht zerbrechen und den klimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ja, ihr Lieben, Gottes heilende Nähe, das ist das Thema unseres Gottesdienstes und wir haben es im Eingangslied, wovon Heidi den Text und auch die Melodie geschrieben hat, gehört, dass es um Saulus geht. Ein Mann, der die junge christliche Gemeinde verfolgte, wo er nur konnte,
Und der wie kaum ein anderer in dieser Zeit der heilenden Hand Jesu bedurfte und nach seiner Heilung nicht anders konnte, als weltweit von Jesus zu erzählen. Denn ohne ihn wäre die christliche Gemeinde vielleicht heute noch nur eine kleine Gruppe im Lande Israel. Wir wollen zusammen das erste Lied singen. Das ist die Nummer 454, Auf und mach die Herzen weit. Wir beten mit Worten aus Psalm 147. Halleluja! Lobet den Herrn, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön. Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft. Und unbegreiflich ist, wie er regiert. Der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Gottlosen zu Boden. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten und auf seine Güte hoffen. Amen. Kommt, lasst uns anbeten. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lieber Vater, wir kommen durch deinen lieben Sohn Jesus Christus heute zu dir, um uns vor dir schuldig zu bekennen.
So wie Paulus zu Anfang die christliche Gemeinde verfolgt hat, so werden heute Menschen verfolgt. Menschen anderer Hautfarbe, Menschen anderer Orientierungen, ja, Menschen, die anders sind. Ja, es werden Kriege geführt. Ja, es werden Länder unbewohnbar gemacht, zerstört. Warum, Gott? Warum kann es nicht einmal so sein, wie du es möchtest? Du möchtest, dass Frieden ist. Du möchtest, dass niemand verfolgt wird. Ach Herr, gib, dass wir das doch im Kleinen begreifen. In unseren Familien, in unseren Kindergärten und Schulen, in unseren Ausbildungsstätten und an unseren Arbeitsstellen. Gib, dass wir aufeinander zugehen. Und gib, dass wir aufstehen, wo wir sehen, dass Ungerechtigkeit herrscht. Reiche du uns deine heilende Hand. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Herr Gott, erbarme dich. Christi, erbarme dich. Herr Gott, erbarme dich. Du, Herr, schaffst Gerechtigkeit und Heil. Du richtest nicht so, wie wir richten. Du lässt uns unsere Sünden nach und vergilst uns nicht nach unserer Missetat. Darum wollen wir dir die Ehre geben. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Herr Jesus Christus, der du Menschen geheilt hast, geheilt von Krankheiten, geheilt von bösen Geistern, geheilt von Schwermut, ja, gar geheilt vom Tod. Gib, dass wir deine heilenden Hände ergreifen, die du so liebevoll nach uns ausstreckst. Das bitten wir durch dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und leben wirkst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Lesung steht im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 29, die Verse 17 bis 24. Nur noch ganz kurze Zeit, dann verwandelt sich der abgeholzte Libanon in einen Obstgarten und der Obstgarten wird zu einem wahren Wald. Dann werden selbst Taube hören, was aus dem Buch vorgelesen wird, und die Blinden kommen aus ihrer Nacht hervor und können sehen. Für die Geringen wird der Herr eine Quelle stetig wachsender Freude sein. Und die stets Benachteiligten werden jubeln über den heiligen Gott Israels. Dann ist es aus mit den Unterdrückern und den frechen Spöttern. Ausgerottet werden alle, die Böses im Schilde führen. Alle, die andere zu Unrecht beschuldigen, die einen Richter daran hindern, Recht zu sprechen und den, der Recht sucht, mit haltlosen Begründungen abweisen. Darum sagt der Herr, der Abraham gerettet hat, zu den Nachkommen Jakobs: Israel soll nicht länger enttäuscht werden und sich schämen müssen. Wenn ihr seht, was ich in eurer Mitte tun werde, dann werdet ihr mich ehren, mich, den heiligen Gott,
Jakobs. Ihr werdet alles tun, um mir, dem Gott Israels, nicht zu missfallen. Dann kommen die, die ihren klaren Kopf verloren haben, wieder zur Einsicht, und die Aufsässigen nehmen Vernunft an. Halleluja! Den Herrn will ich preisen, zu jeder Zeit. Nie will ich aufhören, ihm zu danken. Halleluja! 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 Wir haben Gottes Wort gehört und wollen darauf antworten, indem wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen miteinander das nächste Lied. Das ist die Nummer 304. Lobet den Herrn, denn er ist sehr freundlich. Wir singen die Strophen 1 bis 3, 5 und 6. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Der Predigtext steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 9, die Verse 1 bis 20. Unterdessen ging Saulus noch immer heftig gegen die Jünger des Herrn vor und tat alles, um sie auszurotten. Er ließ sich vom obersten Priester Empfehlungsbriefe an die jüdische Gemeinde in Damaskus geben. Auch dort wollte er nach Anhängern des neuen Glaubens suchen und sie gefangen nach Jerusalem bringen, Männer wie Frauen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte er. Ich bin Jesus, den du verfolgst, sagte die Stimme. Doch nun steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemand. Als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Da nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind. Während dieser Zeit aß und trank er nichts. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte: Hananias. Ja, Herr, antwortete er. Der Herr sagte: Geh in die gerade Straße, in das Haus von Judas, und frage nach Saulus aus Tarsus. Er ist dort und betet. In einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias zu ihm kommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Hananias antwortete: Herr, ich habe von vielen Seiten gehört, wie dieser Mann deine Anhänger in Jerusalem grausam verfolgt hat. Er ist mit der Vollmacht der führenden Priester nach Damaskus gekommen und will alle verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Der Herr sagte zu ihm: Geh unbesorgt hin. Ich habe ihn als mein Werkzeug ausgesucht. Er soll meinen Namen den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern bekannt machen und auch dem Volk Israel. Und ich werde ihm zeigen, wie viel er für mich leiden muss. Da ging Hananias in jenes Haus und legte Saulus die Hände auf. Bruder Saul, sagte er, der Herr hat mich geschickt, Jesus selbst, der dir unterwegs erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Im selben Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen, und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften. Saulus blieb ein paar Tage bei der Gemeinde in Damaskus. Er ging sofort in die Synagogen und verkündete dort Jesus als den Sohn Gottes. Herr Gott, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, mal Hand aufs Herz. Wenn wir diese Geschichte hören, dann kommt uns doch gleich in den Sinn, warum ist das nicht auch heute so?
Warum ist es nicht auch heute so, dass Menschen, die andere verfolgen, diese Vision haben und aufgrund dieser Vision ihr Leben ändern? Dass sie aufhören, Kriege zu führen, dass sie aufhören, Menschen zu verfolgen, dass sie aufhören, aus großhistorischen und großwahnwitzigen Ideen heraus Länder zu erobern, dass sie aufhören zu spekulieren, so dass andere kaum noch Energiekosten und andere Dinge bezahlen können. Ja, wo Jesus ist, da ist Gerechtigkeit und Friede. Aber dürfen wir uns als Christen diese Frage überhaupt stellen? Steht es uns zu sagen, Jesus, wo bist du in diesen Situationen? Ich denke, diese Fragen dürfen wir uns schon stellen. Denn diese Fragen sind auch in der frühen Christengemeinde allgegenwärtig gewesen. Warum lässt man uns nicht in Ruhe? Warum lässt man uns unseren Glauben nicht ausleben? Was ist so schlimm daran, wenn wir an Jesus glauben? Warum verfolgt uns gerade dieser Mann in einer solchen Grausamkeit? Ja, diese Fragen ziehen sich durch die gesamte christliche Geschichte. Im Mittelalter bei den Hexenverbrennungen, bei den Kreuzzügen, beim Ablasshandel oder am allerschlimmsten während der Zeit des Holocausts. In aller Zeit haben sich die Menschen gewünscht, dass solche Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass es anderen schlecht geht, bekehrt und umgewandelt würden. Ja, diese Fragen sind berechtigt. Aber diese Fragen sind ja auch keine Vorwürfe, sondern vielmehr Ausdruck unseres Nicht-Helfen-Könnens und unserer, ja, ich möchte sagen, auswegslosen Hilflosigkeit gegenüber solchen Situationen. Wir halten Friedensgebete, ja, wir stehen dafür ein, dass es anderen besser geht, indem wir Menschen aufnehmen, die aus Kriegsgebieten flüchten müssen. Ja, dieses hat es zu allen Zeiten gegeben. Aber noch einmal, Jesus ist da. Wenn auch nicht immer in der Form, in der wir meinen, dass es jetzt gerade sein müsste. Aber Jesus lässt niemanden alleine. So wie er auch die Menschen nicht alleine ließ, die in den jungen christlichen Gemeinden verfolgt wurden, so ist er auch heute gegenwärtig und verändert nach wie vor das Denken und Handeln vieler Menschen. Die verfolgten Christen weltweit sind ein gutes Beispiel dafür. Sie lassen sich nicht von ihrem Glauben abbringen. Ja, sie nehmen in Kauf, dass sie gefoltert, ja gar getötet werden, aber ihrem Herrn abschwören, das tun sie nicht, weil sie wissen,
dass sie nicht tiefer fallen können als in die Arme unseres Herrn Jesus Christus. Jesaja, der wie kaum ein anderer Prophet Jesus ankündigte, macht dies, wie wir in der Lesung gehört haben, deutlich, dass eine Zeit des Wandels kommt. Ja, diese Zeit des Wandels sehnen wir herbei. Und das ist auch gut so. Aber selbst wenn es nicht so kommt, wie wir uns das wünschen, so können wir doch gewiss sein, dass Jesus bei uns ist. Jesus ist von Anbeginn der Welt dazu bestimmt, die Sünde, also das Fernsein, das bewusste Entfernen von uns Menschen, von Gott, am Kreuz zu tilgen. Wir sind erlöst. Als erlöste Schar können wir vor Gott treten und ihn bitten, dass er in diese stolze Welt kommt und seinen Frieden verheißt. Viele Menschen, ich denke gerade an die weltweite Missionsbewegung, verkünden unter Lebensgefahr das Evangelium unseres Herrn. Ja, das gibt es also heute noch. Der Saulus wird zum Paulus, das sagen wir immer dann, wenn wir erkennen, dass sich Menschen zum Positiven verändert haben oder wenn sich Situationen, die auswegslos erscheinen, zum Besseren wenden. Ja, Saulus wurde zum Paulus. Durch sein Werk, dadurch, dass Jesus ihn zum Werkzeug auserkor, erfuhr die Welt überhaupt von der freimachenden Botschaft Jesu. Wäre dies nicht so gewesen, so wäre es durchaus möglich, dass der christliche Glaube immer noch eine Splittergruppe geblieben wäre. Nein, aber durch solche Menschen wie Paulus kommt die frohe Botschaft unseres Herrn und seinem Tod, dadurch, dass er uns mit seinem kostbaren Blut freigemacht hat und dass er auferstanden ist, damit wir leben können in die Welt. Und gerade deshalb erdulden Menschen großes Leid, weil sie wissen, dass es besser ist, Leid zu ertragen, als sich von Jesus Christus zu trennen. Warum greift Jesus nicht ein? Warum geht er nicht zu den Tyrannen und erscheint ihnen in der Vision? Können wir wissen, dass er dies nicht tut, oder können wir vielleicht auch sehen, dass er es versucht, aber dass diese Menschen im Gegensatz zu Paulus so verblendet sind, dass sie seine Gegenwart nicht spüren? Nein, Jesus handelt nach wie vor in großer Liebe zu uns Menschen. Aber wie er handelt, gerade wenn es um Tyrannen geht, das steht außerhalb unseres Wissens. Aber wir können sicher sein, dass er niemals eine Situation auf Dauer so belässt. So ist dafür gesorgt worden, dass der Zweite Weltkrieg endete. So ist dafür gesorgt worden, dass es über Jahrzehnte hinweg Frieden in Europa gegeben hat. So ist dafür gesorgt worden, dass der eiserne Vorhang fiel.
Aber Geschichte wiederholt sich. Geschichte wiederholt sich, weil Menschen aus Fehlern nicht lernen. Aber wir sind schnell dabei, Gott dafür verantwortlich zu machen, wenn bei uns etwas daneben geht. Wenn wir Menschen uns ein Beispiel an Jesu Leben nehmen, wenn wir ihn als unseren Anwalt in unser Leben aufnehmen, dann ist es uns gar nicht möglich, solche Gedanken des Verderbens zu denken. Natürlich, es ist nicht so, dass wir, wenn wir Jesus annehmen, vor allem Leid geschützt sind. Aber wir haben jemanden, dem wir unser Leid klagen können. Wir haben jemanden, der uns zuhört. Wir haben jemanden, der uns eben nicht alleine lässt, sondern sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist eine Zusage, die unwiderruflich ist. Und diese Zusage gilt auch, wenn wir persönlich oder wenn wir politisch nicht mehr weiter wissen. Jesus ist da. Wir brauchen uns ihm nur anzuvertrauen. Genau wie Paulus es tat und wie so viele Menschen weltweit es immer noch tun. Jesus ist derjenige, dem wir uns bedingungslos anvertrauen können und von dem wir wissen, dass er uns hilft, Lasten zu tragen. Dass er uns hilft, zu leben, zu lieben, zu atmen und für andere da zu sein. Amen. Amen. Und der Friede Gottes, der all unser Begreifen übersteigt, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Wir singen das nächste Lied. Das ist die Nummer 648. Wir haben Gottes Spuren festgestellt. Bekannt zu geben. Wir laden herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Ab kommenden Mittwoch feiern wir wieder Lobpreis-Gottesdienst. Und wir werden
auch immer dann, wenn wir den Lobpreisgottesdienst aufzeichnen, gleichzeitig das Friedensgebet mit aufzeichnen, dass wir dann aber donnerstags ausstrahlen. Ab nächste Woche ist auch wieder Kindergottesdienst. Da wird es dann mit der Josefsgeschichte weitergehen. Wir sind dankbar dafür, dass wir immer wieder gute Zuschriften und ermutigende Worte von euch mit auf den Weg bekommen, sei es persönlich oder auch über die sozialen Medien. Wir wissen, dass ihr im Gebet mit uns verbunden seid und dadurch schöpfen wir die Kraft, auch weiterhin mit Gottesdiensten für euch da zu sein. Dafür danken wir euch von ganzem Herzen. Wir werden auch heute wieder die Spendenkonten für die Ukraine und der Flutopfer einblenden. Wir danken euch für all die geleistete Hilfe und für die Hilfe, die ihr noch leisten werdet. Wir weisen darauf hin, dass die übrigen Kollektenzwecke unter den Internetadressen über www.ekir.de/kollekte und der Adresse www.kollekte.de oder in euren Gemeindeämtern und auch in den Präsenzgottesdiensten erfahren könnt. Gott segne Geber und Gaben. Wir wollen nun miteinander Fürbitte halten. Lieber Vater, durch Jesus Christus kommen wir zu dir, um dir zu danken. Wir danken dir dafür, dass du Paulus durch deinen Sohn zum Werkzeug gemacht hast, damit er in der damals bekannten Welt von deinem lieben Sohn erzählt hat. Wir danken dir für alle, die auch heute noch diesen missionarischen Dienst weltweit tun, zum Teil unter Lebensgefahr. Wir danken dir für alle Missionswerke in Deutschland und der Welt. Wir danken dir für alle die Werke, die dein Volk Israel unterstützen. Wir bitten dich darum, dass es Menschen gibt, die sich dieser Aufgabe annehmen und in all diesen Werken aktiv werden. Kyrie, 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 Kyrie. Herr, wir bitten dich, dass wir den Mut haben, zu dir zu kommen, um den Weltfrieden zu bitten. Wir bitten dich, dass du eingreifst. Wir bitten dich, dass du den Tyrannen den Spiegel vorhältst. Genau wie du es bei Saulus getan hast. Wir bitten dich, beende dieses sinnlose Blutvergießen. Und gib deinen Frieden in die Welt. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Herr, wir bitten dich für alle unsere Regierenden. Gib, dass sie auf deine Worte hören. Gib, dass sie Gesetze erlassen, durch die wir leben können. Gib, dass sie dafür sorgen, dass wir im kommenden Winter nicht im Kalten oder gar im Trockenen sitzen müssen. Gib, dass Lösungen für die vielen Probleme gefunden werden.
Gib deinen Geist in diese ganze Situation und schenke uns den Mut und das Durchhaltevermögen, das wir brauchen, um diese Zeiten zu überwinden. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Wir bitten dich für deine Kirche. Wir bitten dich, dass sie dein Wort weltweit verkündigen kann und verkündigen wird. Wir bitten dich, lass sich die Kirche von all dem lossagen, was gegen dich gerichtet ist. Wir bitten dich, dass sie da, wo es nötig ist, umkehren und sich ihrer Verantwortung bewusst sein. Gib, dass sie wieder zur Heimat werden kann für all die, die auf der Suche sind. Wir bitten dich insbesondere für die vielen Jugendlichen, die jetzt Ausbildungen oder Studien beginnen, und auch für diejenigen, die eingeschult werden, sei es in Grundschulen oder weiterführenden Schulen. Dass diese jugendlichen Menschen finden, die sich ihrer annehmen und ihnen helfen, wenn sie Probleme haben. Und das bitten wir besonders, dass dies die Kirche tun möge. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Alles, was uns sonst bewegt, bringen wir in der Stille vor dich. Wir bringen dir unsere persönlichen Situationen und auch die Menschen, um die wir uns Sorgen machen. Paulus erschienen und hast ihn gefragt, warum verfolgst du mich? Das hat ihn auf den richtigen Weg gebracht. Wir bitten dich, erscheine all denen, die deiner Hilfe bedürfen. Mache du uns immer wieder neu zu deinen Kindern, damit wir voll Vertrauen vor dich treten können und beten können, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen miteinander das Schlusslied singen. Das ist die Nummer 395, Vertraut den neuen Wegen. Vertraut den neuen Wegen, auf die
Lieben, am Schluss dieses Gottesdienstes wollen wir euch Dank sagen, dass ihr mit uns gefeiert habt. Die meisten dürften ja wieder aus dem Urlaub zurück sein. Ja, auch uns hat der Alltag wieder. Aber es ist gut, wenn wir miteinander Gemeinschaft haben, um eben all diese schwierigen Zeiten gemeinsam zu überwinden. Wir bitten euch, dass ihr auf euch aufpasst und vor allen Dingen, dass ihr gesund bleibt. Und so geht nun hin mit dem Segen des Herrn in diesen Tag und in die neue Woche. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns alle und schenke uns und der Welt seinen Frieden. Amen, Amen, Amen. Als Nachspiel hören wir: Du großer Gott. Wie groß bist du?